Was geht ab, Mann und Sie weiter? Osoro hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ein bisschen später als sonst, aber wir haben ja gewusst, die Serverwartung ist ja heute online gewesen bis 11 Uhr. Deswegen kommt auch das Video ein bisschen später, macht nichts, aber wir werden ja gleich ein paar Summon machen. Zuvor jedoch, Leute, schauen wir uns erstmal an. Es gibt News, es gibt viele News wirklich. Viele Events werden auf uns zukommen. 16 Events haben wir an sich. Schauen wir uns gleich an, auf jeden Fall. Die Banner von Angel Goku sind klar online. Das Dokkan-Event und... Banner habe ich gerade gesagt. Dokkan-Event von Masked Saiyan und Angel Goku sind natürlich online. Banner ist auch online, klar. Machen wir gleich in Summons dazu, wie gesagt. Ihr könnt im Prinzip bei den Dokkan-Events mit jedem 120er Leader rein. Außer den Agility würde ich euch jeden anderen empfehlen. Sein Banner ist online, wie schon des Öfteren gerade gesagt. Schauen wir uns gleich an. Aber im Prinzip... Schauen wir uns erstmal die ganzen Events an. Wir haben 16 Events, wie gesagt, Saint Warrior Celebration. Es wird ein Saiyajin Festival, sage ich mal. Wir bekommen einen Login-Bonus, der wird anfangen morgen. Morgen ab 2 Uhr, Freitag 2 Uhr. Wir wissen, wir nehmen die Uhrzeit und packen 10 Stunden darauf. Dann haben wir unsere Uhrzeit. Dann werden noch Special Missions da sein. Sale ist gerade online, könnt ihr mal gerade drüber schauen. Klar, dann haben wir auf jeden Fall den Banner noch. Saint Blood, da steht es schon, Warriors of Saint Blood. Ist ein reiner Saiyajin-Banner. Die zwei Dokkan-Events sind auch noch online zudem. Einmal zu Angel Goku und das zu Masked Saiyan. Aber dazu kommt ein separates Video. Ganz interessant ist, wird ein neuer Banner kommen. Und zwar mit C18, ja. Und das Event zu Bio Broly. Viel, viel früher kommt zu uns als in JP. Also von der Reihenfolge her. Das wird der Fall sein. 21. Oktober, Samstag, 8.30 Uhr. Und wie schon gesagt, das Story-Event ebenso. Da gibt es dann ein paar Stones abzuholen. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Wir haben aber Pan. Pan wird ab Sonntag jeden Tag online sein. Das ist sehr cool. Finde ich interessant. Aber der Burner kommt jetzt. Das Boss Rush Event wird eine neue Stage hinzukommen. Das wird der Fall sein. Das startet am 26. Oktober bei uns. 8.30 Uhr zu unserer Zeit. Da wird dann die neue Stage hinzugefügt. Wie gesagt, in JP wäre das so, dass man gegen die zwei Vierfachen gekämpft hat. Goku, Vegeta, dann Angel Goku, Kid Buu und Cooler. Dann kommen noch diverse Story-Events dazu, das zu Metal Cooler beispielsweise. Das wird dann 16. Sonntag steht dran, also Montag bei uns 8.30 Uhr sein. Das Event zu den Great Saiyaman kommt ebenfalls, sowie das Story-Event zu den Super Saiyan, zum Familien-Kamehameha. Aber auch ganz cool, die Hidden Potentials, Leute, die Hidden Potentials werden auch da sein. Und zwar am Wochenende werden sie immer online sein. Also sind ja unter der Woche online, jetzt und aber auch am Wochenende. Das ist ganz cool, Leute. Können wir schön Orbs sammeln. Hinzu kommt dann auch noch, dass die ganzen... Aber was mit denen? Ja, die sind am Wochenende klar. Und die Strike-Events auch. Die Strike-Events genauso werden auch am Wochenende zur Verfügung stehen. Dann gibt es noch Barbershop-Sale. Die sind auch schon online. Und das so, genau. Wie gesagt, die sind jetzt schon online. Und so viel zu den ganzen News, Leute. Also uns besteht auf jeden Fall sehr viel vor. Der Highlight, klar, der Burner davon ist das Boss Rush, dass die neue Stage dazukommt. Müssen wir sehen, ob die wirklich so sein wird wie in JP oder ob neu hinzukommen. Weil wir ja schon Gogeta und Omega haben. Aber jetzt schauen wir uns mal den Banner an. Und ihr werdet schon merken, sie haben da was geändert. Sie haben da was geändert. Statt in Trunks Blue Kaioken Blue, Kaioken Blue Goku und Blue Vegeta haben wir drinnen. Haben wir drin. Sie wurden einfach rausgeholt und statt den haben wir einfach mal Goku Black drin, Super Vegeto und physisch Broly. Das hat mich wirklich ein bisschen aufgeregt, Leute. Wir sehen Super Vegeto, Goku Black und Broly. Was soll ich dazu sagen? Eventuell haben die es so gemacht, weil ja der nächste eigentlich Gogeta, der Banner zu Gogeta sein sollte. Und in dem Banner von Gogeta ist Intelligence Trunks. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie ihn hier rausgehauen haben, weil ja sozusagen eigentlich Gogeta danach kommen sollte. Aber wenn es soweit ist, wissen wir mehr. Jetzt schauen wir uns mal den Banner an, klar, da ist noch Broly, ich habe den vorhin total vergessen zu erwähnen. Wie gesagt, Goku Black, Super Vegeta und Broly sind neu. Aber wir haben Angel Goku, klar, den Leader, die Hauptkarte vom Banner. Dokkan Effect gibt Super Tag Types, Ki plus 3, HP Attack und Death 120%. Extreme Tag Types gibt er Ki plus 1, HP Attack und Death 50%. Er macht immense Damage, hat eine Rare Chance zu Stun durch die Ulti. Durch die Passive bekommt der Dokkan Effect 120% auf den Angriff und pro jeden Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er 20% und das geht bis maximal 100%. Weil ihr ja maximal nur 5 einsammeln könnt, logischerweise. Also klar, er ist die Hauptkarte, ja, der 120er von der Super Tag Type. Aber nebenbei haben wir noch den Masked Saiyan. Der Masked Saiyan ist auch ganz interessant, Leute. Warum? Durch seinen Leader Skill gibt er Ki plus 3 auf 4 Attribut 100,
100, ja, schön wär's. 50% für jeden Typus, Leute. Er macht immens Damage, verrennt Angriff und Verteidigung durch die Ulti, kriegt 50.000 auf den Angriff und 20.000 auf die Verteidigung, wenn er gegen 2 oder weniger Gegner kämpft. Also der Mass 10, Leute, ganz interessant. Wenn ich mit ihm hier rauslaufe, wäre ich total zufrieden, mehr als zufrieden. Und ihr haltet mich für verrückt. Ich hätte wirklich lieber gern Mass 10 statt Angel Goku. Angel Goku hätte ich natürlich klar, auf jeden Fall. Aber Mass 10 wäre ganz cool. Mass 10 war übel cool. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, Dokkan Exklusiv ist bei Mass 10 nicht angezeigt, bei Goku Black schon. Das heißt, Mass 10 wird ab diesem Banner in jedem anderen Banner in Zukunft drin sein. Das ist so der Unterschied zwischen Dokkan Exklusiv und nicht. Dann habe ich hier ein bisschen weiter geschaut. Wir haben jetzt gesagt, ja, Goku Black ist drin, dieser Bardock ist drin. Ich mache mal nebenbei weiter, bevor ich über den Banner noch erzähle. Der Bardock wird öfter droppen, da er Esser ist, hat eine 10%, alle anderen gefeaturten Karten SSR haben ungefähr 0,7 bis 0,8. Dann haben wir, ja, wie gesagt, total random. Oh, Super Saiyan 1. Ah, ich habe auf ein Splitscreen gehofft und ich habe es so gerade erzählt, Leute. Da kommt der Super Saiyan Bardock schon. Ihn werden wir öfter sehen, weil seine Rate für SR, wenn sie gefeatured sind, 10% sind. Bevor ich vergesse, was ich sage, zum Banner-Inhalt noch, klar, Goku Black ist jetzt drin, Super Vegeto, ich hoffe, ich ziehe nicht Super Vegeto, ihr wisst, ich habe schon mehr als genug Dupes von ihm. Oh je, Haircut to the Right. Und Broly brauche ich eigentlich auch nicht. Also, wenn ich hier mit Mass 10 rausgehe, wäre ich wirklich mehr als zufrieden, Leute. Schauen wir mal, was abgeht. Zweiter Summon und Shugesh. Ja, GG, Shugesh. Schau. Wir haben hier, wir werden im Channel sein, plus, minus, also ich hatte 150 Stones, mit 150 angefangen, schon wieder Haircut to the Right. Haircut to the Right immer so eine Sache. Noch nie was Gutes habe ich im Leben bekommen. Also Haircut to the Right ist für mich keine gute Animation. Wir werden in der Lage sein, fast 3 Multisummen zu machen. Ich werde erstmal Single-Summen raushauen, weil wir eben keinen Bonus von den Multisummen haben. Ganz einfach. Und die Rates, ob Single oder Multisummen, ist total gleich, Leute. Da ändert sich wirklich gar nichts. Die Rate ist gleich. Deswegen machen wir auf jeden Fall mal mit Single-Summen weiter. Haben viel vor und... Lol. Okay, schon wieder Haircut to the Right. Immerhin gehen wir Super Saiyan, wir haben Rainbow. Was bekommen wir? Wird uns Haircut to the Right auch mal was Gutes geben? No. Wir haben Trunks. Jetzt, wo ich diesen Trunks so sehe, Leute, Intelligence Trunks ist ja nicht dabei. Habe ich, glaube ich, schon gesagt am Anfang, was mich vermuten lässt, dass eventuell er wirklich... Beziehungsweise, dass der nächste Ben... Wow. Really? Schon wieder Haircut to the Right? Dass der, wow, auch Baseform, lol. Dass der nächste Banner eigentlich Gogeta sein sollte. Weil wenn wir nach der Reihenfolge gehen, okay, klar, wir wissen, Globe macht sein eigenes Ding. Aber eigentlich sollte Gogeta und Shanks Janemba kommen. Viele von euch meinen, er könnte eventuell Dezember kommen, wegen Weihnachtsgeschäften. What? Again, Haircut to the Right? Bevor ich vergesse, dass wir den Satz kurz beenden wegen dem Weihnachtsgeschäft, dass dann eventuell Shanks, Janemba und Gogeta kommt. Ah, weiß nicht, weiß Leute. Wie wir sehen, hat es vielleicht eher den Anschein. Deswegen haben sie, kann ich mir vorstellen, Trunks hier rausgehauen, damit sie ihn bei Gogeta, weil er im Gogeta-Banner ist, das wäre ja der nächste Banner. Und deswegen sehe ich das so, dass die nächsten echt Gogeta sein sollen. Und momentan überlege ich hier wirklich, ob ich... Ja, komm, wir machen Multisum. Wir machen Multisum, weil mir waren das wirklich sehr viele... Haircut to the Right von dem Single Summon. Wir hatten schon ein paar durchgehabt. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Pots. Okay, 5 Pots. Und wir gehen Super Saiyan. Okay, nice. Super Saiyan 1? Super Saiyan 2? Okay, Super Saiyan 2, 5 Pots. Schau mal, Leute. Wie gesagt, ich hoffe es wirklich auf... Also, ein SSR muss auf jeden Fall drin sein mit 140 Stones. Wenn wir... Oh, lol. Da sage ich schon. Oder kommt schon einer. Zwar nicht Mass 10, wir haben Tora gezogen, aber immerhin ein SSR. Immerhin, Leute, immerhin. Bis jetzt ein SSR mit den Singsam war ich nicht zufrieden. Wie gesagt, wir hatten nur Haircut to the Right. Wow! Ja! Mask off! Mask off! Mask 10, Leute, korrekt. Beziehungsweise in dem Fall Mask on. Wir haben die Maske noch an, sobald wir ihn Dokkan erwecken und ausziehen, wird Mask off kommen, Leute. Aber cool, Leute. Ganz cool. Korrekt, ich habe gesagt, wenn ich mit Mass 10 rauslaufe, bin ich mehr als zufrieden, Leute. Also sehr, sehr schön, das hat mich auf jeden Fall gefreut jetzt. Wir machen aber weiter, wir machen auf jeden Fall weiter und ihr merkt schon, es sind wirklich sehr, sehr viele Saiyajins drin, denn es ist ein reiner Saiyajin-Banner und ich kriege auch schon durch, weil ich mit Mass 10 vollkommen zufrieden bin. Sehr cool, sehr, sehr cool.
Aber schauen wir mal, vielleicht bekommen wir noch einen oder anderen SSR. Danach werde ich dann auf jeden Fall mit Singsam weitermachen. Schauen wir mal, ob die den Fluch brechen mit den ganzen Arrow to the Rights. Aber Mast Zane hat die Maske noch an, Leute. Favorisieren ihn, Tora auch. Und dann geht's weiter mit Singsam, würde ich sagen. Jo, mach mal Singsam. Da bin ich auf jeden Fall auch noch gespannt, ob wir aus den 60 Stones noch ein SR ziehen. Na, mit einem Pot schwer, eher wirklich sehr, sehr schwer. Naja, sei es drum, schauen wir mal. Wir haben Super Saiyan 1, Super Saiyan 2? Also ich bin immer zufrieden, wenn auf jeden Fall Super Saiyan geht. Und dann wissen wir, da kann was kommen. Ah, okay, in dem Fall war es leider nichts. Wir haben Paragus bekommen. In dem Fall war es leider nichts. Macht es, Leute. Wir haben noch 55 Stones. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, machen wir noch einen Group Summon, Leute. Ihr wisst ja, das Ganze läuft. Wenn ihr das Video pausieren müsst, macht das kurz. Wow, ein Pot. Aber ein Group Summon, ich werde gleich runterzählen. Und dann könnt ihr gerne in irgendeinem Spiel, in irgendeinem Banner, wo ihr was summen könnt, mitmachen. Also Leute, seid bereit? 3, 2, 1, go! Let's go, let's go. Oh, Super Saiyan 1? Nein! Super Saiyan 1 heißt zwar garantiert SR, aber ist auch eine Chance, dass ein Splitscreen kommt. Ich dachte irgendwie, ja, Rainbow mit Super Saiyan 1 ist ein Splitscreen. Aber nein, das ist Rainbow Base Form, klar. Ich weiß, warum ich das vergewechselt habe. Aber ich hatte gerade Hoffnung. Naja, schauen wir mal, ob uns Mr. Satan die Hoffnung bringt. Diesmal zur linken Seite raus. Super Saiyan 2? Ah, okay, Super Saiyan 2. Und was bekommen wir? Ja, unseren SR Bardock. By the way, diesen Super Saiyan Bardock könnt ihr benutzen, um die anderen Bardocks, die Super Saiyan Bardocks, die SR zu maxen. Er gibt 50%, wenn ihr ihn auf SR bringt. Oh lol, wieder Hero to the Right. Und ihr wisst ja, die neuen, was heißt wisst ihr, vielleicht habe ich es nicht erwähnt am Anfang, ich denke, ich habe es nicht erwähnt. Aber die Bardocks, die ganzen Super Saiyan Bardocks haben ein Dokkan Awakening bekommen. Ihr könnt sie Dokkan Awaken. Deswegen ist das eventuell eure Chance, wenn ihr die ganzen Super Saiyan Bardocks zieht, SR, den einen oder anderen für die SR zu benutzen. 1, 2, 3, 3 Pots, okay, 3 Pots. Super Saiyan 1, 2, na, kein 3. Ich dachte, wenn ich auf Englisch rede, geht der auf 3, aber war wohl nichts. Ah. Dieser Raditz täuscht mich manchmal wegen seinen langen Haaren. Sieht aus wie ein Super Saiyan 3, aber nee, keinesfalls. Okay, 2 Pots. Super Saiyan. Ja, mit Singsam ist immer so, dass man da viele Pots bekommt. Wenn ihr viele Pots bekommt, dann könnt ihr echt hoffen bei einem Singsam. Wir sind, glaube ich, nicht über 3 gekommen bei einem Single. Oh, lol, déjà vu. Kommt hier direkt wieder, der Raditz. Hat wohl nicht genug von uns. Ja, geil. Also ein paar Singles zusammen haben wir noch, Leute. Wollte gerade sagen, bin gespannt, ob wir noch mit einem SSR rausgehen, aber wenn da schon Herkel to the Right kommt, dann never ever, Leute. Never ever. Ich habe, glaube ich, wirklich nur ein einziges Mal Glück mit dem Herkel to the Right und das war LR Broly. Aber das war wirklich das einzige Mal. Herkel to the Right, da was zu ziehen, ist wirklich schwer. Wirklich schwer. Also was heißt schwer, aber so, das ist so von der Animation her ist wirklich der geringste. Wieder 3 Pots, okay. Ah, Baseform. Ja, das wird nichts. Ja, Tora, ihr merkt schon, es ist ein Saiyajin-Banner. Hier sind nur Saiyajins drin. Aber gut, ich gebe mich wirklich zufrieden mit Mass Sane. Wenn hier noch etwas droppen sollte, mit einem Pot niemals, aber... Dann wäre es wirklich noch geil. Schauen wir mal, ob da noch was geht in dem Banner. Raditz again. Okay, Leute, 3 Single Summon haben wir noch. 15 Stones, 3 Single Summon. Geht da noch was? Schauen wir mal. Wir haben 2 Pots. Okay. Und bleiben Baseform. GG. Ja, Nappa. Der gute alte Nappa. Und wir kommen zu unseren letzten 2 Singles Summon. Ja, war doch klar, dass ein Herkel to the Right kommen muss. GG, kommen wir gleich weiter drücken, gleich mal diesen Singles Summon hier skippen. Und dann schauen wir mal, ob nach beim letzten geht. Gott sei Dank habe ich mir Sane gezogen. Ohne Spaß, Leute.
Tabel haben wir hier und im letzten Single Summon, wie sieht's denn da aus? Ah, let's go. Ein, zwei, drei Pots. Ah, okay, ich denke mit drei Pots wird da nicht viel gehen. Dann lasst mich auf jeden Fall euch mal nebenbei daran erinnern, dass noch ein Gewinnspiel von mir läuft, Leute. Schaut im letzten Video vorbei. Und zwar gibt es einen japanischen Ultra Instinct Goku zu gewinnen. Wie ihr da dran teilnehmt, schaut das Video an, die Teilnahme geht bis Freitag und auch am Freitag, Leute, kommt das Facecam Reveal. Schaut also auf jeden Fall 20:30 Freitag im Stream rein. Ich zeige euch noch hier unseren Gewinn, Masked Saiyan sozusagen vom Video. Gott sei Dank habe ich ihn gezogen. Ja, Mask On ist noch, aber demnächst wird auch die Maske ausgezogen, Leute. Mask Off in seinem Dokkan-Event, beziehungsweise wenn ich ihn habe. Bis dahin, Leute, bis dahin, cool, dass ihr da wart. Danke fürs Zusehen. Peace.